1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei uns hier. Willkommen bei Domian beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute wieder eine freie Themennacht. Und wenn ihr euch gerne unterhalten wollt mit mir, egal über welches Thema, dann seid ihr herzlich willkommen. Ruft an unter der gerade schon gesagten und genannten Telefonnummer 0800 220 5050. Ich würde gerne mit sehr vielen Leuten von euch sprechen. Ich würde ganz besonders gerne allerdings mit einer Frau sprechen, von der wir alle gehört haben in den letzten Tagen, nämlich mit der Frau, die am Wochenende 20 Millionen Euro gewonnen hat. Wenn diese Frau zu unseren Zuschauern gehören sollte und sie Lust hat, sich natürlich jetzt hier auch im anonymen Rahmen sich zu unterhalten, mit mir zu unterhalten, dann bitte anrufen oder auch mailen unter domian@wdr.de. Los geht es jetzt mit Nicole und die ist 21 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Nicole. Du hast keine 20 Millionen gewonnen. Nein, nee. Leider nicht. Schade aber auch. Um was geht's bei dir? Weswegen hast du angerufen? Und zwar kurz und knapp, ich habe in der 4-jährigen Beziehung zu jetzt meinem Mann insgesamt ihn 12-mal betrogen. Das ist ja starker Tobak. Ja. Du hast ihn 12-mal betrogen innerhalb der 4 Jahre. Ja. Ihr seid 4 Jahre verheiratet. Wir sind seit 4 Jahren insgesamt zusammen und seit knapp 2 Jahren verheiratet. Ah ja. Mhm. Warum hast du das getan? Das ist eigentlich mein Problem. Ich weiß immer nicht, warum, dass ich es tue. Mhm. Versuch mir mal zu erklären. Was sind das für Situationen, die dahin führen, dass du ihn betrügst? Also zum Beispiel die letzte Situation war so, ich war mit einer Freundin von mir in der Diskothek. Ja. Und habe da eben jemanden kennengelernt. Und ja. Aber da fängt es ja schon an. Ich habe da jemanden kennengelernt. Genau, das ist es. Ne? Gehst du auf die Typen zu oder lässt du dich anmachen? Ich lasse mich schon angraben. Du lässt dich angraben. Ja. Und spielst auch am Anfang so ein bisschen damit, flirtest und ja, das schon. Also du lockst die Männer quasi an und lässt dich dann auch angraben. Ja, schon. Ja. Also da geht ja erst das Erste, geht da von dir aus, kann man so sagen. Ja, schon. Ja. Ja. So, und dann war das dann so ein One-Night-Stand, oder was? Genau. Sind das immer so eine Nachtgeschichten? Eigentlich immer. Ja, also keine dauerhaften Nebenlover, die gibt es nicht? Nein. Ja. Wie fühlst du dich dann währenddessen, während du das tust? Bist du ganz ausgeschaltet? Denkst du dann nicht an deinen Mann? Wie fühlst du dich? Nee, ich denke da an gar nichts. Ich denke weder an meinen Mann noch sonst an meinen Sohn noch. Das ist mir alles... Sozusagen ist es mir total egal in dem Moment. Also es gibt ein Kind? Ja. Ja, wie alt ist das? Das ist jetzt 8 Monate. 8 Monate. Mhm. Wenn man verheiratet ist, in der Regel wohnt man dann ja auch zusammen. Ja. Ihr seid eine kleine Familie. Wie machst du das denn so rein technisch? Bleibst du dann auch bei den Typen, mit denen du schläfst? Nein. Also es geht dann, das ist dann die schnelle Nummer, mehr oder weniger? Ja. Und du gehst danach gehe ich heim, so, zu meinem Mann. Dann gehst du nach Hause und legst dich ins Ehebett. Ja. Also neben ihn. Er ist nachts nicht da. Ach so. Der hat Nachtschicht und dann meistens so, wenn ich weggegangen bin, dann bleibt er zu Hause beim Kind. Ja. Und wenn ich dann heimkomme, verabschiedet er sich und geht in die Arbeit. Ach so, nur gut. Aber dennoch die Frage, wie fühlst du dich, wenn du dann nach Hause kommst? Als wäre nichts gewesen. Mittlerweile ist es so weit sogar, dass ich es nicht mal bereue. Kein schlechtes Gewissen? Nein, überhaupt nicht. Wie kommt das? Ich verstehe es nicht. Ja, das ist es ja, weil ich war zwar mittlerweile schon bei 3 Psychologen sind es, glaube ich. Mhm. Und jeder sagt was anderes. Der eine hat zum Beispiel gesagt, das liegt mit an der Kindheit, dass ich da... Immer gut für eine Erklärung. Ja, ja. Dass sich da irgendwas widerspiegelt und ich das sozusagen auf die Männer dann projiziere und deswegen die haben möchte sozusagen... Mhm. Und der andere hat sich das gar nicht erklären können. Der hat mich gleich an einen Kollegen weiter verwiesen. Ja. Und der konnte mir überhaupt nicht helfen. Mhm.
Und mein Mann hat eben zu mir gesagt, also ich muss das in den Griff kriegen und ich möchte es auch in den Griff kriegen. Der Mann weiß es? Ja, der weiß es. Ich war davon ausgegangen, dass er es nicht weiß. Nein, der weiß es. Ach, der weiß es sogar. Das Problem, also sozusagen, ich sage mal, Gott sei Dank rede ich im Schlaf, wenn was Besonderes passiert ist. Ja. Wie zum Beispiel nach der Hochzeit habe ich auch sehr lang von der Hochzeit in der Nacht geredet. Ja. Und so redest du dann von deinen Fremdgehereien? Genau, rede ich dann, wenn ich fremdgegangen bin, erzähle ich ihm davon. Achso, hast du es gleich am Anfang ihm erzählt oder ist das zum ersten Mal durch so eine Nachtrederei rausgekommen? Das ist bis jetzt immer durch so eine Nachtrederei rausgekommen. Und mittlerweile ist der Mann so informiert, dass er auch von dieser Zahl 12, du bist 12-mal in 4 Jahren fremdgegangen, das genau. Weiß er auch. Das weiß er. Und das verzeiht er dir alles? Verzeihen kann man eigentlich, er versucht es zu verarbeiten mit, also richtig verzeihen kann er es bis jetzt noch nicht. Treibt dich der Sex zu den Männern? Eigentlich nicht. Hast du Spaß beim Sex mit diesen fremden Männern? Scheuer. Hm. Ist es auch eine Bestätigung, die du dann empfindest, wenn es dann wieder so weit gekommen ist? Auch. Auch. Ich bin auch für andere Männer noch interessant, obwohl ich schon verheiratet bin, obwohl ich ein Kind habe, bin ich trotzdem noch interessant für andere Männer. Ja, ich meine, mit deinem Alter von 21 ist das ja auch noch normal und auch gut so. Wie ist denn die Sexualität zwischen dir und deinem Mann? Eigentlich normal, also ich würde sagen, wie in jeder anderen Beziehung, also in normalen, ich sag mal normalen Beziehung auch. Mhm. Also was tust du denn dagegen, dass das nicht mehr vorkommt? Also ich mache eine ganze Zeit lang, bis zu einem bestimmten Punkt, sage ich immer, wenn ich weggehe oder egal, wenn ich irgendwo einen kennenlerne und er gräbt mich in der Hinsicht an, sage ich immer, pass auf, ich bin verheiratet, ich habe ein Kind, Schluss aus. Und dann kommt irgendwann mal wieder der Punkt, da wo ich dann demjenigen sozusagen das größte Märchen der Welt erzählt. Ich bin Single, ich wohne bei einer Freundin, weil mich mein Ex-Mann dann in dem Fall rausgeschmissen hat. Und dann geht es seinen Lauf. Ja, und dann geht ich habe aber auch fast den Eindruck, wenn du sagst, ich habe da gar kein schlechtes Gewissen oder ich denke da gar nicht drüber nach. Ich habe den Eindruck, dass du auch gar nicht dann mit aller Kraft und mit allem Willen versuchst, dagegen anzugehen, weil es ja eigentlich egal ist. Nee, also egal ist es mir nicht. Ich versuche schon dagegen anzugehen. Also das Längste, was ich bis jetzt wirklich geschafft habe, es war fast 1,5 Jahre. Immerhin. Wo man wirklich sagen kann... Immerhin. Vielleicht müsstest du einfach mehr Druck haben. Vielleicht ist dein Mann einfach viel zu nett zu dir. Sag ich mal so, als These. Ja, also jeder andere, wo es weiß, hat bis jetzt zu mir gesagt, also... Ich würde nie wieder im Leben so jemanden finden, weil der ist so blöd. Also in positiven Sinne. Ja, ich wollte sagen, ist er so blöd, dass er mich behält, trotz dessen, was passiert ja, ist. Ja, sagen wir es mal nicht so negativ. Sagen wir mal auch, es ist positiv. Vielleicht liebt er dich so sehr, dass er das dir alles vergibt. Aber diese große Liebe letztendlich tut in diesem Punkt dir gar nicht gut. Nee. Ne? Vielleicht wäre es viel, viel besser, wenn er härter wäre und du einfach erschreckt wärst. Und ich glaube, dass du das dann schon alleine in den Griff bekämst. Was hältst du denn davon? Jetzt warst du schon bei mehreren Psychologen. Ich weiß gar nicht, ob das gut ist, wegen so einer Sache alleine zum Psychologen zu gehen. Weiß ich nicht. Was hältst du denn davon, wenn ihr beide, dein Mann und du, zu einer Eheberatungsstelle mal gehen würdet? Wir waren für ein halbes Jahr dort und dann hat er gesagt, es bringt ihm nichts, weil es müsste ja mir helfen, weil ich bin ja diejenige, wo eigentlich den Schaden anrichtet in unserer Beziehung, wo er eigentlich auch Recht damit hat. Er sagt den Schaden anrichten. Das deutet ja schon so auf die Richtung, so in die Richtung hin, dass die Ehe Risse bekommt dadurch. Ist das ja so? Ja, also teilweise hat sie schon gewaltige Risse, weil er fängt immer wieder mit dem Thema an, obwohl er mir jedes Mal danach, wenn wir streiten oder so, sagt er auch immer wieder, die Sache ist vergessen, aber er fängt immer wieder weißt du, Nicole, an mit der Sache, dass ich fremdgegangen bin. Weißt du, Nicole, strapazier doch diesen guten Typ nicht bis ins Unermessliche. Ich habe fast den Eindruck, dass
dass das ihm schon sehr, was heißt, ich habe den Eindruck, dass ihm das schon sehr zusetzt und ihm sehr wehtut. Doch, weil... Und irgendwann ist auch dieses Maß bei ihm voll. Ja. Und dann ist alles kaputt. Du liebst diesen Mann. Ja. Ihr habt eine Familie, du hast ein Kind, ihr habt ein Kind. So, verdammt nochmal, da muss es doch möglich sein, dass du dich da mehr selbst an die Kandare nimmst, am Riemen reißt. Ja. Bis du irgendwann vor dem Scherbenhaufen deiner Familie stehst. Es sei denn, du bist wirklich irgendwie unzufrieden in dieser Beziehung und daran mangelt es. Aber wenn ihr schon ein halbes Jahr in der Eheberatung wart, weiß ich da auch keinen anderen Ausweg, als ihn bei dir zu suchen, in deinem Willen, dass du dich dafür entscheidest und sagst, nein, Schluss aus. Oder gib ihm auch die Offenheit, dass er es auch macht. Ich habe zu ihm gesagt, pass auf, wenn du möchtest, such dir eine Freundin, ich habe kein Problem damit. Das war von Anfang an schon das Gesprächsthema. Und irgendwann nach einem halben Jahr, ja, hat er gesagt, pass auf, du bist mir schon Stress genug. Ich brauche keine Freundin mehr, das tue ich mir nicht an. Also er will eine klare Beziehung zu dir, eine klassische, normale Beziehung auf dich fixiert. Und das sind seine Vorstellungen für die Ehe und die Beziehung. Genau. Nicole, ich glaube, es liegt wirklich an dir. Es liegt einzig und allein an dir. Ich kann dir gerne nochmal ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Können wir nochmal versuchen, dass du natürlich nochmal eine andere Sichtweise siehst. Mhm. Aber ich glaube, so aus meiner Intuition daraus, es ist dein Ding. Du bist Frau deiner selbst. Entscheide irgendwann, was dir wichtiger ist. Entscheide, ob du diese schöne Beziehung und diesen tollen Mann so weiter strapazieren möchtest. Du legst auf, meine Psychologin, die Heide, ruft dich an. Mhm. Okay? Jo. Alles Liebe. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, heute ist eine offene Sendung, heute Nacht. Und ich sage nur mal, dass ich gerne mit der 20-Millionen-Euro-Frau sprechen würde wollen. Morgen aber, das möchte ich jetzt schon mal sagen, morgen haben wir ein Thema. Und morgen heißt das Thema Wasser. Morgen möchte ich mich gerne mit euch unterhalten rund um das Thema Wasser. Also, es kann sein, dass jemand, vielleicht ein Angehöriger, im Wasser ums Leben gekommen ist. Es kann sein, dass jemand Waschzwang hat oder... Es könnte jemand erzählen von Unglücken im Wasser, mit Wasser. Wir können auch sprechen über Wasser und Sex. Da gibt es ja auch diverse Varianten. Über Wasserkatastrophen. Wir können über Krankheiten sprechen, die irgendwie in Verbindung stehen mit Wasser. Wir können auch über Heilwasser sprechen. Das ist ja auch ein ganz großes Thema. Und da gibt es ja auch die verrücktesten Geschichten. Und überhaupt, was assoziiert ihr mit Wasser? Das ist unser Thema morgen. Wasser. 0800 220 50 50, diese Nummer hat auch Maximilian gewählt und der ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian, hier ist der Maximilian. Hallo Maximilian, dein Thema. Mein Thema ist, ich habe gehört, dass du mich letzte Woche am Donnerstag im Fernsehen gesehen hast. Nein! Doch. Ich fasse es nicht, du bist es. Ja, ich bin. Stefan Raab. Ja, richtig. Du bist der Sieger von der letzten Ausscheidung von... Ich kann mir das nie merken. Geh, sag du es. SSDS GPS nennt man das. Also Stefan sucht den deutschen Grand Prix. Ja, richtig. Und ich muss dir wirklich sagen, dass ich diese Castingshows nicht mehr gerne sehe. Und ich schon bei deinem ersten Auftritt zufällig reingezappt war bei Stefan Raab, weil ich, bevor ich hier ins Studio fahre, oft Stefan Raab gucke. Mhm. Und da habe ich dich gesehen. Ja. Und da habe ich vor dem Fernseher gesessen und habe gedacht, das ist ja unfassbar, was der Junge singen kann. Unfassbar, wirklich. Und dann sah ich dich bei der Ausscheidung nochmal und habe wirklich vor dem Fernseher gekniet und habe gedacht, er muss es werden. Ich drücke ihm alle Daumen dieser Welt. Das ist nochmal nett von dir, danke. Und du hast es geschafft. Also ich bin unter, also es geht ja immer weiter. Also es sind ja jetzt noch 9 übrig. Das heißt, von 3000 waren 27. Von den 27 wurden jetzt 9 wieder ausgewählt. Ja. Und von diesen 9 fallen jetzt immer wieder 2 weg. Also dann werden 7, 5. Ja. 3 und dann bleibt im Lendeffekt noch jemand übrig, also eine Person bleibt dann noch übrig. Also du hast aber die realistische Chance, diese eine Person zu werden. Ja, also 1:9. 1:9, ja genau. Ja. 1:9. Ja. Joy Fleming, die ich ja sehr schätze, die sitzt ja in der Jury. Ja. Und die war ja auch völlig begeistert von dir, der fehlten ja die Worte fast. Ja, also es war also für mich auch unglaublich, weil kurz bevor ich rausgegangen bin, da wusste ich nicht, dass ich das so wahnsinnig gut hinbekomme. Vor allem, dass es so reibungslos läuft, weil es in den Generalproben vor allem noch nicht so gut gelaufen ist. Ach so. Also nur vom Gefühl her. Ja. Als ich noch oben hinter den Kulissen stand und dann rausgebeten wurde, da war mir eigentlich irgendwie schon klar, dass ich es nicht schaffen würde. Ach. Dann war ich trotzdem, also ich war sehr, sehr überrascht, dass es so gut gelaufen ist. Bist du jetzt zum ersten Mal konfrontiert mit so einem fulminanten Lob? Oder hast du es im kleinen Kreis vorher auch schon gehört, dass viele Leute zu dir sagten, Mensch, du hast eine tolle Stimme und du bist ja talentiert?
Also in klar, in kleinen Kreisen. Also ich habe so eine Funkband, Project 5 heißt die. Du kannst mal gerne aufs Internet, auf die Internetseite gehen. Ja. Also es ist Project-5, wenn du das mal anschauen willst. Ja. Und dann, wenn wir lokal spielen oder auch so ein bisschen weiter weg, mal dann natürlich, dann kriege ich schon immer solche Lobs, aber in diesem großen Stil, gerade vor allem mit so viel Medien und so. Und wenn vor allem noch so viele Kandidaten zur Auswahl stehen, also die auch gut gesungen haben. Ja, eben, viele genau, sehr gut gesungen da haben. Da habe ich dann nie damit gerechnet. Also muss ja. ich ehrlich sagen, ich dachte, wenn schon, ich wusste ja, dass ganz viele gute Leute da sind. Ja. Und deswegen hatte ich schon ein bisschen Respekt davor und war sehr, sehr überrascht, ja. dass es so gelaufen ist. Du hast ja auch einen ganz guten Hintergrund. Wenn ich mich recht erinnere an das Interview, das Stefan Raab mit dir geführt hat auf der Couch, hast du erzählt, dass du irgendwie Jazz studierst, ne? Oder so? Nein, ich bin jetzt noch Schüler, ich mache gerade Abitur. Aha. Aber ich hatte, mein Werdegang war, kurz gesagt, ich habe erst Hauptschule gemacht, mit 16 war ich fertig und bin dann auf die Jazz- und Rockschule in Freiburg gegangen. So war's. Und habe dann genau ein Jahr da gemacht. Dann nochmal ein Jahr Privatunterricht, Musik. Ja. Aber immer nur Schlagzeug, also nie Gesang. Ja. Und dann habe ich die mittlere Reife nachgemacht und jetzt habe ich das Abi, jetzt dieses Jahr versuche ich das Abi noch zu machen. Und bist Hobby-Kletterer, ne? Habe ich noch in Erinnerung. Ja, Motocross und Klettern. Motocross, ganz genau. Ja. Warst du sehr aufgeregt von dem Auftritt da? Ja, ich war sehr aufgeregt, aber ich hatte meine Freundin dabei, die jetzt auch Händchen halten. Nehmen Sie, darf sie dir mal Hallo sagen, ganz kurz? Ja, hallo. Hallo Domian. Hallo Freundin, wer heißt du denn mit Vorname? Ich heiße Nasu. Es kann sein, dass ich Nasu auch im Fernsehen gesehen habe. Ja, das kann sein. Ich habe ihm nämlich die Hand gedrückt. So, als Maximilian aufgetreten ist, hat er kurz dir die Hand gegeben. Ne? Ja, genau. Das sah schon sehr cool und sehr professionell aus. Ich habe gedacht, zur Treppe gedreht und habe ihm dann genau, die Hand gereicht. Ich habe gedacht, das ist die Liebste. Ja, genau. Schön, dich auch kurz kennengelernt zu haben. Gib ihm ja, mir mal zurück. Freut mich auch. Ich mal ja. Hallo Domian, Entschuldigung, also, sie wollte dich immer ganz kurz sprechen. Ich habe es ja gesehen, dass ihr euch die Hand gegeben habt bei dem Auftritt. Ach, das hat man so deutlich gesehen, Man sehen, ja. Ach. Ja, ich habe da wirklich gedacht, wenn man so noch nicht so bekannt ist und noch nie solche Erfahrungen gemacht hat, dass man vor so einem Riesenauftritt und Live-Auftritt im Fernsehen, wo so viele Leute zugucken, eigentlich doch irre aufgeregt sein ja, muss. Ja, ja, das war Wahnsinn. Also wirklich, das war schon extrem. Vor allem hat die Jury ja schon bei allen anderen Kandidaten vorher schon gesagt, ja, gut gesungen, gute Stimme und ich sehe eigentlich bei dir kein Problem und so. Und dann dachte ich mir, dann kann man ja gar nicht weiterkommen, wenn sie bei anderen Finalisten schon gesagt haben, dass sie da bei denen kein Problem sehen ja. und so. Ich wusste nicht, dass ich das dann wirklich so wahnsinnig abhebt davon. Ja. Also ich war echt, mich haut's immer noch Ain't um. Ain't No denken. Sunshine, das ist ja nun auch ein sehr schwieriges Lied, finde ich. Ja. Warum hast du den nur gerade noch so, ich meine, gut, dass du dich ausgewählt hast, so konnte man sehen, wie perfekt du es kannst, aber es war ja auch ein Risiko, ne? Also ich denke, ich war mir da nicht so im Klaren darüber, dass es ein Risiko sein könnte, weil, also ich für mich habe ich das Gefühl, dass er sich ja sehr schön singen lässt, weil er die Mischung zwischen einer Ballade ist ja. und auch zwischen etwas, was rhythmisch trotzdem, also was einfach groovt, was die Leute mitnimmt. Also es ist jetzt keine schnulzige Ballade, die man so oft in Charts hört oder so. Ja. Und aber auch nicht zu poppig. Also, ja. Also ich finde es sehr schwierig, Stefan Raab hat das bei seiner Beurteilung am Ende auch gesagt. Das kann natürlich, wenn das Weiße singen, oder wenn es Deutsche singen, zum Schluss auch so ein bisschen jammrig wirken. Ja, genau. Das ist genau perfekt bei dir gelungen, finde ich. Das hat nicht jammrig gewirkt. Das ist nett von dir, Dankeschön. Also ich hoffe, dass der viele Lob, der jetzt über dich, nicht von mir, von all den anderen über dich geschüttet wird, dass dich das nicht jetzt irgendwie bremst oder hemmt. Es ist ja wichtig, dass du jetzt so richtig auch dabei bleibst. Ne? Also ich fühle mich da sehr bestätigt und mir hat das gleich jemand gesagt am nächsten Tag, du hast einen neuen Fan. Und dann habe ich nicht gewusst, was er jetzt meint. Und dann hat er mir erzählt, ja, kennst du Domian? Und das war, muss ich dir sagen, ich hatte von dir zwar gehört, ja. aber ich habe dich noch nie gesehen. Ja. Und bin jetzt aber sehr positiv überrascht und bist mir auch wahnsinnig sympathisch, muss ich sagen. Das freut mich, vielen Dank. Ja, danke. Auch, dann haben sie mir davon erzählt und dann war ich voll, irgendwie, obwohl ich dich nicht kannte, voll glücklich, dass es, ja. Und einer meiner besten Freunde hat mir gerade erzählt, der Johannes hat mir erzählt, dass er das abends geschaut hat, also das TV Total, ja. und dann hat er noch abends rumgeschaltet und er schaut sich gerne an, ja. Abends, weil er das auch voll gut findet, abends ja. zum Einschlafen dann noch mal ein bisschen Domian schauen und also das soll jetzt nicht negativ klingen. Und dann hat er gesagt, dass er das auch gehört hat und war wahnsinnig überrascht und hat mir das dann auch erzählt und dann hat es mich auch nochmal umgehauen. Also. Sag mir noch zum Schluss, die Stimmung zwischen den Kandidaten. Ihr habt ja hinterher dann alle auf diesem Sofa gesessen mhm. und wahrscheinlich hinterher noch ein bisschen zusammen irgendwie was getrunken oder so. Ja, ja. Merkt man schon, dass da so ja, Neid ist oder Konkurrenz, weil jeder will doch eigentlich weiterkommen. Und wie war das so, die Stimmung? Also ich
habe irgendwie das Gefühl, dass sie, vielleicht ist schon so ein Konkurrenzverhalten da, aber ich habe das Gefühl, dass die das alle sehr gut verbergen vielleicht. Oder also sie geben sich alle Mühe, dass man sich da oben nicht zum Beispiel anzickt oder anmacht oder so. Ich habe immer eher das Gefühl, dass sie versuchen, miteinander dann im Backstage-Bereich noch irgendwelche Lieder zu singen und sowas. So, Maximilian, ich drücke dir wirklich, wirklich die Daumen, dass wir dich dann als Vertreter, irgendwann als deutschen Vertreter sogar in Istanbul haben. Das wäre natürlich das Spektakulärste überhaupt. Das finde ich sehr nett. Also ich danke dir auch nochmal für das rege Interesse. Und wann sehen wir dich jetzt wieder im Fernsehen? Morgen siehst du mich, wenn du schaust zum Talk, aber das ist nur so 2-3 Sätze. Ja. Aber am Donnerstag wieder. Am Donnerstag. Also jetzt wieder in 2 Tagen. Und die Leute müssen ja dann ihren Favoriten wählen. Genau, das Publikum wählt dieses Mal. Ja, und ich bitte das Publikum sehr, doch dich dann zu wählen. Ohne die anderen gesehen zu haben bisher. Alle habe ich nicht gesehen, aber ich bin da sehr überzeugt. So, du grüßt deine Liebe noch, dein Liebste nochmal von mir, das herzlich. Mach ich natürlich. Und wie gesagt, toi, toi, toi. Und ich hoffe sehr, dass es weitergeht mit dir. Ja, ich danke dir. Vielleicht hört man sich ja mal wieder. Vielleicht, das wäre sehr schön, ja. Ja, danke schön. Tschüss, Maximilian. Tschüss, schönen Abend noch. Tschüss. Das war ja sehr schön. Das freut mich wirklich sehr, dass er hier bei uns in der Sendung war. Tina ist jetzt hier. Tina ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Tina. Hallo, Domian. Hallo, Tina. Tina, über was reden wir? Ich habe ein Problem mit meinem Mann. Er hat mir vor ungefähr 5 Wochen gesagt, dass er mich betrogen hat. Wie lange seid ihr denn verheiratet schon? Knapp 3 Jahre. Ja. Vor 5 Wochen erzählt, dass er dich betrogen hat. Mhm, einmal betrogen hat oder oft schon? Gut, einmal weiß ich. Mhm. Er hat es von sich aus erzählt. Es ist nicht irgendwie so durchgesickert vorher. Doch. Das war auf einer Weihnachtsfeier. Und da hat er mich abgeholt. Da hatte ich noch Stress mit meinem Chef. Und dann habe ich halt geheult. Und irgendwie kam das irgendwie nicht geheuer vor, warum ich jetzt aus der Disco rauslaufe. Und mir geht's halt so schlecht. Und irgendwie habe ich schon gemerkt, er bohrt irgendwie. Wie soll ich das sagen? Er hat irgendwo nicht geglaubt, dass das wegen der Konfrontation mit meinem Chef war. Ja. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, dass er Angst bekommt, dass ich irgendwas wissen könnte. Und wusstest du denn da schon was? Nee, gar nicht. Nee. Null. Das war so eine Verkettung dann von... Genau, total. Ganz, ganz blöder Zufall. Ach. Und dann haben wir uns zu Hause hingesetzt. Und dann habe ich mich auf das Spiel eingelassen und habe so getan, als ob ich was wüsste. Da hast du schon gewittert. Das ist eine Chance, was rauszukriegen. Absolut. Ja, und dann hat er es gesagt. Mhm. Mit wem ist er fremdgegangen? Mit dem Mann. Mit dem Mann? Mhm. Wusstest du das, dass er bisexuell ist? Nee, es war ja kein normaler Mann. Sondern? Transsexueller. Aha. Wusstest du, dass er auf diese Art von Sex steht? Mhm. Ach, das wusstest du? Mhm. Ja, aber mit mir. Was heißt das? Ja, also... Verstehe ich nicht. Du bist ja kein Mann. Du bist ja kein transsexueller Mensch. Nein. Gut. Musst du dich verkleiden irgendwie? Nein, gar nicht. Wie soll ich das jetzt sagen? Also ich frage anders. Dieser transsexuelle Mensch, mit dem er Sex hatte, mit dem er fremdgegangen ist, ja. War das welchen Körper hatte dieser Mensch? Er hat einen normalen Männerkörper und also er hat keine Brüste gehabt. Das muss irgendwie so, das müssen so Einlage gewesen sein. Ach so, also aber noch den Penis hat er die Person noch gehabt? Ja, genau. Ja, aber als Frau. Und um das ging's ja, ne? Ja, so. Und als Frau aber so zurechtgemacht. Richtig. Mhm. Jetzt sagst du, das kannte ich, das wusste ich von ihm, dass er darauf steht. Ja, gut, dass er halt, wie soll ich sagen? Ja, das Gefühl halt, dass er da drauf steht. Das hat er dir mal gesagt? Ja. Mhm. Hat er denn früher auch schon mal derartige Erfahrungen gemacht? Nö, nicht, dass ich wüsste. Als er dir das zum ersten Mal erzählt hat, warst du da nicht irritiert und... Geschockt. Geschockt? Mhm. Also ich meine, dass er auf sowas steht, da warst du auch geschockt? Ja. Nee, das nicht. Aber dass er halt... Dass er es dann gemacht hat, warst du geschockt, ja. Naja, aber ich meine schon, wenn man verheiratet ist und man denkt, man hat einen ganz normalen heterosexuellen Mann und der sagt, nur sagen jetzt, sagt einem irgendwann mal, ich finde Transsexuelle anziehend. Nee, es ging nicht um das Transsexuelle, also es ging eher nur, dass er halt, wie soll ich das sagen, dass er halt Analverkehr hat mit,
Richtig. Ach so, mit einem Also Mal. Nicht nur, wenn wir Sex haben, sondern... Jetzt verstehe ich. Du kennst es von euch, so meintest du das gerade. Es geht um mit diesem Mann Analverkehr. Genau. Mhm. So, jetzt warst du geschockt, als du es gehört hast. Mhm. Ja, weil bei uns ja eigentlich die Sexualität total normal ist. Ja. Also was heißt normal? Oh, ich bin offen für alles und das weiß er, kann mit mir auch über alles sprechen. Ja. Und deshalb war ich so schockiert, weil ich eigentlich eine ganz offene Person bin und er mit mir über alles sprechen kann. Mhm. Du musst aber dennoch, glaube ich, so eine gewisse bisexuelles Interesse bei ihm da sein. Nee, er sagt absolut nicht, 100%. Aber dann hätte er auch mit einer Frau fremdgehen können und mit der diese Praktik ausüben können. Ja, gut, aber... Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Ist ja jetzt auch erstmal nebensächlich, ne? Mhm. Im Raum steht ja, dass er fremdgegangen ist mit einer fremden Person. Mhm. Ob das nun ein transsexueller Mensch oder nicht, ist auch völlig wurscht. Ja gut, das ist ja nicht das einzige Problem. Also vor kurzem war dann wieder irgendwie so ein blöder Zufall. Ich habe so ein Stück von einer Zeitung gefunden, wo diese ganze Sexnummern drinstehen. Mhm. Da habe ich ihn damit konfrontiert und da habe ich schon wieder den Blick in seinem Gesicht gesehen und dann habe ich gedacht, das kann nicht sein, da ist auch irgendwie was faul. Und dann ist er mit der Sprache rausgekriegt, dass er seit 10 Jahren bei Prostituierten anruft, dass die Frau müsse sich dann beschreiben und er fragt dann wie und wo, lässt sich die Adresse sagen und dann verabschiedet er sich und geht aber nicht hin. Und das macht er seit 10 Jahren. Ach, einfach so, um so ein... Ja, ja und dann habe ich... In so eine Fantasie reinzusteigern irgendwie. Wahrscheinlich. Ich habe dann gefragt, ob er irgendwie... Hast du nie mitbekommen, all die Zeit? Nee, niemals. Niemals. Das ist Vertrauensbruch, ne? Das stellt einen Vertrauensbruch dar. Mhm. Ja, vor allen Dingen, er sagt ja, er weiß selber nicht, warum er das macht. Er sagt nur, also das ist eine Sucht, aber dann habe ich gesagt, ja, irgendwie ist das dann erregend oder dann sagt er, nee. Hm. Was wiegt jetzt für dich schwerer, diese Telefongeschichte oder dieses Fremdgehen? Eigentlich das Ganze insgesamt. Insgesamt, diese geheime Nebenwelt, Doppelwelt, ja, genau. Die da bei euch existiert. Wie stellt er sich das denn jetzt weiter vor? Hat er irgendetwas gesagt? Hat er gesagt, nee, das mache ich jetzt nicht mehr? Ja, er hat gesagt, ja, das mache ich jetzt nicht mehr. Aber ich weiß ja genau, dass es so ist, wenn er sagt, das ist für ihn wie eine Sucht, das kann man nicht von heute auf morgen abstellen. Das geht nicht. Mhm. Und das will ich ihm ja auch nicht zumuten. Mhm. Und ich meine, er findet es ja auch gut, dass ich das in Anführungsstrichle noch gelassen nehme, weil er gesagt, eine andere wäre wahrscheinlich davon gelaufen. Ja, wobei diese Telefongeschichte, ich will das nicht runterspielen, da passiert ja nichts, ne? Das ist nee, ja nur, klar, ich habe ja auch gesagt, er kann das ruhig weitermachen, aber ich möchte bloß, wenn ich frage, dass er mich nicht anlügt. Also, ach so, du hast ihm quasi grünes Licht gegeben, dass er mit dem Telefonieren weitermachen kann. Indirekt schon, ja. Ja, also natürlich begeistert bin ich nicht. Ist mir klar. Aber du hast natürlich nicht grünes Licht gegeben, dass er weiter nochmal fremd geht mit irgendjemandem. Nee. Also ich glaube, das will er auch nicht machen. Das war irgendwie eine Erfahrung, aber trotzdem war das für mich irgendwie wie ein Schlag ins Gesicht. Hast du denn den... Ich muss dir erstmal sagen, dass ich das sehr toll finde. Manche eine Frau hätte jetzt auch völlig hysterisch reagiert und hätte... Was heißt hysterisch? Ist immer eine Sache der Betrachtungsweise. Hätte auch gesagt, ich will auch nicht, dass du diese Telefonate führst. Mhm. Finde ich sehr souverän von dir, dass du sagst, okay, mach das erstmal weiter. Aber die andere Nummer ist gestorben. Das läuft nicht. Ich wollte fragen zu eurer Sexualität. Mhm. Hast du den Eindruck, dass es gut ist, dass es auch für ihn befriedigend ist oder fehlt da was? Oder ist der Routine mittlerweile schon drin? Nee, gar nicht. Also gar nicht. Das ist absolut okay. Und ich frage auch oft und suche das Gespräch auch. Und er sagt, er ist absolut zufrieden und es gibt nichts, was ihm fehlt. Du hast gerade das Stichwort Analverkehr angesprochen. Praktiziert ihr das denn auch? Ja, klar. Das schon, das ist auch okay für dich. Mhm. Ja. Mhm. Gibt es denn vielleicht noch Ideen, wo du sagst, wir könnten doch unsere Sexualität vielleicht noch einen Tick interessanter machen, um ihn vielleicht auch wegzuholen von diesen Fantasien? Also ich, was mich natürlich jetzt schon eine Weile plagt, wo ich auch zu ihm gesagt habe und ich im Internet stöber, dass ich gesagt habe, dass wir so jemanden dazu holen, also und dann irgendwie zu dritt, also ob man da irgendwas praktizieren muss. Das muss ja gar nicht sein, aber einfach so
so jemand hinzuziehe und einfach mal dann guckt, was sich ergibt. Das hast du vorgeschlagen? Das habe ich vorgeschlagen, ja. Zweites dickes Kompliment. Also wirklich alle Achtung, Tina. Ja. Du bemühst dich ja sehr. Du zeigst ja Bereitschaft, wirklich da das alles vital zu halten, sage ich mal so. Ja, und bist jetzt nicht die beleidigte Leberwurst, die sich zurückzieht und sagt und stinksauer ist. Das bist du nicht. Es bringt mir im Endeffekt auch nichts. Dennoch hast du angerufen, weil es schon ein Problem darstellt. Ja, weil ich mit niemandem drüber sprechen kann. Mhm. Ich kann das ja nicht irgendwie einer Freundin oder meiner Schwester oder sowas erzählen. Die gucke den ja nicht mehr an. Die denken, was ist das für ein Kranker, ne? Aber ich finde den Weg eigentlich ganz gut, den ihr jetzt eingeschlagen habt. Er sagt, er hat dir zugesichert, dass es keine Fremdgeaktionen mehr gibt. Mhm. Das glaubst du ihm auch? Ja, schon. Ja, die Angst ist natürlich schon da, aber ich glaube ihm das schon. Gut. So, du hast ihm erstmal noch Freiheit gelassen, was das Telefonieren anbelangt mit den. Mhm. Okay. Und du hast den Vorschlag gemacht, komm, wir machen mal vielleicht irgendwas ganz Abgefahrenes mit einem Dreier. Würdest du Dreier auch mit einem Transsexuellen haben wollen? Ja, das habe ich ja gesagt. Also ich wollte ja einen Transsexuellen hinzuziehen. Ja. Ich möchte ja nicht irgendwie einen anderen Mann oder sowas. Das finde ich wunderbar. Und vielleicht könnt ihr so euch auch, dass das Vertrauen wieder wächst. Wenn er jetzt auch schlau ist und einen Rückgrat hat und auch sich jetzt entsprechend so verhält, dann ist die Sache doch bestimmt nach einer gewissen Zeit wieder eingerenkt. Ich hoffe. Ja, das wünsche ich dir wirklich sehr, weil ich deine Haltung und dein Verhalten wirklich toll finde, muss ich dir nochmal sagen. Also hoffen wir, dass er auch drauf einsteigt und hoffen wir, dass ihr noch ein paar schöne, auch interessante neue Erlebnisse habt demnächst. Hoffe ich auch. Alles Gute, Tina. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Morgen heißt unser Thema, ihr Lieben, Wasser. Ich möchte mit euch über Wasser reden, über Heilwasser, über Wasserkatastrophen, über Sex im Wasser. Da gibt es ja so Wettlook, ne, dass Leute auf nasse Klamotten stehen und dann Schweinereien machen. Oder was ist euch alles schon mal auf einem Wasserbett passiert? Und so weiter. Wasserkrankheiten gibt es ja auch. Wir hatten ja gestern diesen sehr spektakulären Fall hier in der Sendung, fand ich, dass eine Anruferin angerufen hat, die am Tag 18 Liter Flüssigkeit, meistens Wasser, trinkt und das ein Suchtverhalten ist, dass sie gar nicht anders kann und es keine organische Krankheit vorlag. Also Thema Wasser morgen. Jetzt ist hier bei mir die Peggy und Peggy ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Peggy. Ich rufe an in Bezug auf letzte Woche Donnerstag. Da hattest du eine Anruferin, die hatte Probleme mit dem Sexleben ihres Mannes. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ja. Mit Analverkehr. Ja. Und ich führe so eine offene Beziehung. Du führst also eine offene Ehe, muss ich dazu sagen. Also, wie lange verheiratet? 7,5 Jahre. 7 Jahre schon, 7,5. Ja. Früh geheiratet. Ja, sehr früh. Kinder? Ja, ein Sohn. Wie alt? 5. 5. So, und ihr führt eine offene Ehe? Eine offene Ehe, ja. Erzähl, wie läuft das praktisch? Also das war so, nach der Geburt meines Sohnes hatte mein Mann auf Sex nicht mehr so wirklich Lust. Das war immer nur abends im Bett, im Dunkeln, ganz schnell rüberhopfen und fertig. Mhm. Und nach einer Weile habe ich mich damit nicht mehr zufrieden gegeben. Vorher war es gut? Vorher war es gut, ja, also ständig eigentlich. Ja. War perfekt für uns beide. Und dann habe ich mich damit nicht mehr zufrieden gegeben, habe viel gemeckert, dass mir der Sex nicht mehr reicht, dass ich mehr möchte. Und dann hatten wir so 10 Monate mal keinen Sex, mal ein Jahr lang keinen Sex. Wow, das ist lang. Ja, also für mich war das schon sehr heftig. Ja, das glaube ich. Ja. Und dann habe ich gesagt, dass das so nicht mehr geht. Also hatte er in diesem einen Jahr dann auch keinen Sex? Oder? Nee, auch nicht. Auch nichts, gar nichts. Mhm. Ja. Also er liebt mich total und er würde auch nicht fremdgehen und auf die Idee würde er gar nicht kommen. Mhm. Und da habe ich halt gesagt, dass wir lieben uns beide sehr, das wissen wir beide auch, aber ich kann halt nicht ohne Sex. Also ich habe gesagt, ich bin jung und das geht nicht und naja, so geht das halt. Und naja, dann haben wir halt drüber geredet, dass wir daran was ändern müssen und dass ich mir dann halt jemanden zulegen müsste. Ja. Hat er gesagt? Hat er gesagt, ja, damit wir unsere Ehe aufrechterhalten. Weil sonst wäre sie ja kaputt gegangen, daran, dass ich nicht befriedigt bin. Weil wir hatten Stress, weil ich dann immer halt, wenn wir weg waren, weil ich mag halt keinen Sex im Bett, muss ich dazu sagen. Also ich mag das mehr, von mir ist auf dem Küchentisch, auf der Waschmaschine, im Auto. Achso, du magst keinen Sex im Bett. Du magst keinen Sex im Bett. Nein, das finde ich total langweilig und öde. Und oh, das kann aber auch abgefahren im Bett sein. Kann abgefahren sein, wenn man den Partner dazu hat, der aufgeschlossen ist, auch mal das Licht anzulassen. Also, jetzt, wenn ich es recht verstanden habe, er hat bis heute keine große Lust auf Sex mit dir. Ich denke schon, aber nur halt im Bett. Achso, aber kommt das denn heute auch ab und zu vor? Nein, also seitdem ich einen Liebhaber habe, nicht mehr. Seit wann hast du einen Liebhaber? Seit Mai letzten Jahres.
Aha. Und davor war diese abstinente Zeit mehr oder weniger? Ja, das war dann, wenn dann mal wirklich so, ja. Ja, immer so. Nur halt so. Aber ja. Danach habe ich mich umgedreht, er hat sich umgedreht. Ach. Beide eigentlich mehr so lustlos und rucki-zucki. Verstehe. Also jetzt hast du seit Mai einen Liebhaber. Genau. Hört sich auch schön an, ne? Schönes Wort, ein Liebhaber. Ja, ist auch schön. Das ist nur jemand... nur fürs Bett. Nur fürs also Bett. Nicht für Kaffee trinken gehen, nicht für großartig quatschen, einfach nur für... Kino, keine guten Gespräche führen, sondern reiner Sex. Genau. Immer derselbe. Immer derselbe. Wie ist mein Nachbar und... Auch wie praktisch. Wie praktisch, ja. Und passiert das bei euch zu Hause auch? Oder bei ihm? Nein, bei ihm. Bei ihm. Hat er auch eine Frau? Er hat eine Partnerin, ja. Weiß die das? Nein, die... Oh nein. Die weiß es nicht. Oh nein. Aber ich finde das ganz lustig, weil mein Mann und er, die kennen sich, ja. Die verstehen sich auch recht gut. Und dein Mann weiß das, ne? Ja, und er weiß das auch, dass mein Mann das weiß. Und da gibt es keine Spannungen? Nee, überhaupt nicht. Also, das ist ja schon ein seltsames Modell, muss ich sagen. Dein Mann hat keinen Sex mit dir, ja. Obwohl er es gerne würde wollen, ja. Aber er würde es dann gerne im Bett mit dir machen. Genau. Du aber magst keinen Sex im Bett. Nein. Daher hast du dich für einen Liebhaber entschieden. Genau. Und dein Mann hat gesagt, okay, wenn du keinen Sex im Bett magst, dann darfst du dir einen Liebhaber holen. Ja. Und ja, weil ich halt immer so am Nörgeln war und er stand halt unter Erfolgsdruck. Aber so funktioniert das denn bei euch? Ja, muss ja, weil sonst würde unsere Ehe ja kaputt gehen. Ja, aber geht die Ehe nicht so auch kaputt, weil er ist doch der Frustrierte. Er hat ja keinen Sex. Nee, er ist ja nicht frustriert, er kann damit leben. Es ist frustrierender für ihn, wenn wir abends im Bett liegen und er weiß, dass es einfach scheiße ist im Bett. Ja, gut. Aber es ist doch genauso frustrierend, keinen Sex zu haben und zu wissen, dass die Frau, die man liebt, die geht rüber zum Nachbarn und hat da den abgefahrenen, schmutzigsten Sex. Also darüber redet er nicht. Also er will ja auch nicht wissen, was wir machen. Gut, aber er wird sich das ja vorstellen. Das kann ich mir auch sagen. Fakt ist ja, dass er keinen Sex hat. Ja. Würdest du es ihm denn zubilligen? Wenn er sich auch eine... Ja? Ja. Wäre kein Problem für dich. Nein, weil ich denke mal, wenn er das macht, dann hat er ja, wenn er jetzt eine Geliebte hat, ja. Dann hat er ja keine, mit der er im Dunkeln im Bett schläft. Weil wenn er nachts nicht da wäre, wenn es dunkel wäre, das würde ich ja dann merken. Das habe ich verstanden. Dann hätte er keine Geliebte, selbstverständlich. Wenn er eine Geliebte hätte, ja, dann könnte dann er, würde er ja wohl auch am helllichten Tag mit ihr Sex haben. Ja, genau. Ja. Und das ist ja unser Problem, ja. Weil er nicht Sex am helllichten Tag haben will. Ach so. Ach, das kommt auch noch hinzu. Ja, also nur im Dunkeln. Ach so, nicht nur im Bett, sondern auch nur im Dunkeln. Ja, und das möchte ich überhaupt nicht. Ich möchte sehen, was ich da habe. Na, er könnte sich eine Liebhaberin suchen, zu der er tagsüber hingeht. Da wird die Jalousie runtergemacht. Und ne, so, da ist dunkel. Sehr kompliziert. Und er geht mit der ins Bett. Das ging ja auch irgendwie. Wieso ist er denn so schamhaft? Wieso denn nur im Dunkeln? Er wurde so erzogen. Also sehr prüde, immer im Badezimmer abschließen und Anziehsachen nach dem Duschen mit ins Badezimmer. Dann schämt er sich auch, wenn er ein bisschen nackig irgendwie rumläuft. Ja. Mal. Wie alt ist er? 32. Also Schwimmbad gehen und so ist auch Horror, dann da in Badehose rumlaufen. Und er braucht sich nicht schämen. Er ist gut gebaut, er sieht wunderbar aus. Also so FKK-Strand oder so wäre nichts für ihn? Nee. Wenn er sich schon in der Badehose schämt, dann ist mir das klar. Aber was für ein seltsames Konstrukt, was ihr da habt. Ja, aber ich bin sehr offen. Also ich gehe mit Strapse raus und ich kriege auch ständig Anrufe, wo man mich einladen will. Ja. Und Angebote bis zum geht nicht mehr. Und er weiß das auch. Weißt du, das habe ich gerade am Anfang gar nicht geschnallt, dass er auch nur im Dunkeln, im Dunkeln und im Bett. Ja. Und du armes Ding willst natürlich immer was anderes erleben. Ja, ne? Natürlich. Und, wenn man im Sommer, wenn es heiß ist, am Baggersee mit einer Flasche Sekt in der Hand, wie man sich das halt so vorstellt, wie andere Leute das auch machen. Also ich finde es ja schon mal gut, dass du auch gesagt hast, also du hättest rein theoretisch nichts dagegen, wenn er sich so eine Nein, hätte ich nicht, weil dann würde er ja offener sein. Ja, insofern finde ich das auch völlig okay. Er ist selbst schuld, ne? Er ist an der Situation selbst schuld, in die er sich da hineinmanövriert hatte. Er könnte es mit dir haben. Ja. Ne? Du begehrst ihn auch. Sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Du würdest ihn gerne mal vernaschen am Baggersee. Also er ist sehr gut gebaut, besser wie mein Liebhaber. So. Also, von daher. Ja. Ist er denn, wenn du mit ihm im Bett dann was gemacht hast, war das im Bett von der Technik her langweilig mit deinem Mann? Es war immer das Gleiche. Immer das Gleiche? Immer das Gleiche. Ja. Also es waren immer drei Sachen und die sind dann so abgespult worden in einer Viertelstunde und dann war gut und dann... Also man müsste den mal so richtig aufrütteln, den jungen Mann. So richtig, ne? In den Arsch treten. So. Damit der Dampf unterm Arsch. Weil es bringt nichts. Ich kann, ich gehe auch ohne Slip raus. Ja. Wenn wir Auto fahren, dann packe ich auch mal ein Dildo ins Handschuhfach. Aber es bringt nichts. Er ist in der Öffentlichkeit nicht dazu zu bewegen. Dann sitzt er da verkrampft am Steuer und hat Angst, dass du ihm irgendwie mal in den Schritt fasst. Ja, dann wird er verrückt. Dann wird er verrückt. Ja, also er ist dann schon erregt, aber es ist ihm dann unangenehm. Es könnte ja jemand sehen. Obwohl das war vor 4 Jahren oder vor 5 Jahren war das nicht so.
Ach so, da war er mal anders. Da war der anders. Aber da wie komisch. Ja, während der Autofahrt habe ich ihn da befriedigt. Und. Aber was ist denn da passiert denn ihm? Nur durch die, oder hat es doch mit der Geburt zu tun, dass er dich nicht mehr so begehrt? Oh doch, er begehrt mich. Schon. Er braucht mich ja nur angucken, da funktioniert alles. Ja, aber wie seltsam, ne? Das ja, ist ja, ich verstehe das auch überhaupt nicht. Ich wollte ihn gerade schon, vorschlagen, wollen wir ihn Klemmschwester nennen? Ne? Ja, würde ich schon. Ja, aber wenn er vorher schon mal anders war, dann gibt es ja alles gar keinen Sinn. Ja, ich verstehe das auch nicht. Also er hat so viel Stress bei der Arbeit. Ach, Quatsch. Aber das glaube ich alles. Nein, das sind so Ausreden. Ja. Ja, gut, Stress kann man eine Weile, kann einen das mal ein bisschen lahmlegen, aber so wie du es jetzt geschildert hast, nicht auf Dauer und so kompliziert und so. Ja, das ist jetzt ein Modell, was ihr da gefunden habt, womit ihr jetzt erstmal leben könnt. Gut leben können, ja. Bis es sich bei uns wieder irgendwie eingerenkt hat. Du bist zufrieden, er hält still, sagen wir es so. Er sagt nichts weiter. Die beiden Jungs verstehen sich auch. Wunderbar. Wunderbar. Nur die Frau darf nichts erfahren. Nee, die darf. Mein Liebhaber ist jünger und wie alt seine ist der Freundin Liebhaber? Der ist 21. 21. 21. Ja. Und seine Freundin ist 32. Und sie ist dann doch ein bisschen. Wie können wir denn deinen Freund lockerer machen? Mensch, wenn er schon so eine scharfe Braut hat wie dich. Weiß ich nicht. Also ich möchte ja auch gerne mit ihm Sex haben. Ja. Nur halt nicht im Bett. Ja, ja. Ja, sag mal was, du bist Mann. Ja, ich bin ja ganz baff, was du mir über ihn erzählt hast. Also er ist sonst an sich auch locker. Wir waren letztes Jahr in Hamburg auf der Reeperbahn, waren in einer Piepshow drinne, haben uns dann auch lauter Vibratoren gekauft in allen möglichen Größen, aber dann wieder gewartet, bis man zu Hause war, anstatt auf dem Weg von Hamburg nach Hause irgendwo anzuhalten. Nein, wir waren in einer Live-Sex-Show. Der saß da und ich war voll aus begeistert und er wurde immer kleiner und immer roter. Und aber immerhin habt ihr euch Vibratoren gekauft. Die habe ich mir gekauft. Wurden die denn auch in seiner Anwesenheit angewandt? Nein. Weil dann ist ja das Licht aus. Das ist ja öde, wenn man nichts sieht. Und wenn wir ihn mal mit zu einer Gruppensex-Session nehmen, was dann? Nee, da würde ich ja nicht hingehen. Da würden Sie nicht hingehen. Würdest du nicht hingehen. Würde sie nicht hingehen. Ich bin da ratlos. Ich bin da wirklich ratlos. Auch nicht. Also nee, wirklich nicht. Wirklich. Ich würde gerne mit ihm mal sprechen. Wäre das möglich? Kannst du das mal arrangieren? Kann ich mal machen. Ja, das ist doch sehr spannend. Wir rufen dich gleich nochmal an, das heißt mein Redakteur. Ja. Und dann bekaspert ihr das mal, ob ich deinen Freund, morgen geht's zum Thema Wasser, passt das nicht so gut, nee. aber vielleicht übermorgen oder am Freitag. Ja, kein Problem. Ne? Das wäre doch dann sehr interessant, mal seine Sichtweise zu hören. Das wäre gut. So machen wir es. Du legst auf, mein Redakteur ruft dich gleich nochmal an und ihr besprecht das. Okay? Okay. Alles Gute, Peggy. Ja, tschüss. Wir hören uns. Jo, tschüss. 0800 220 50 50, freie Themen nach heute und morgen heißt unser Thema Wasser. Jetzt begrüße ich herzlich den Sven. Und Sven ist, wie alt ist er? 25. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Sven. Hallo. Um was geht's bei dir, Sven? Mein Thema ist Knast. Knast? Ja. Bist du im Knast? Nein. Ich bin seit einer Woche draußen. Ja. Ich war drinnen. Ja, wie lange? Ich habe gesessen 5 Jahre. 5 Jahre? Über 5 Jahre. Warum? Totschlag. Was war da passiert? Eine Auseinandersetzung. Ist ein Suff passiert. Mhm. Und wir hatten halt so Differenzen halt. Und war das ein Fremder? Nein, das war ein Bekannter. Ja. Und da ist es halt so, also sagen wir mal, Körperflex mit Todesfolge. Also Totschlag, genau. Du warst auch heftig angetrunken? Ja, sehr. Drogen noch mit im Spiel. Drogen im Spiel. Und dann ich war 19 Jahre alt. Ja. Dann ist es zur Auseinandersetzung und Schlägerei gekommen. Ja. Weißt du, warum die Auseinandersetzung angefangen hat? Noch? Kannst du dich... Ich kann mich ja schon dran erinnern. Also das ging Geld. Mhm. So, und... So, dann so eine heftige Schlägerei, dass der andere dabei gestorben ist oder hinterher gestorben ist? Der ist hinterher gestorben. An was ist er gestorben? An die Verletzung. Welche Verletzungen waren das? Ja, Schädelbruch. Mhm. Und sowas halt, ne? Mhm. Hirnblutung. Ja. Ich unterbreche mal kurz rein. Ich höre immer so einen Piepser auf dem Hörer. Ich höre das sehr laut, weil ich Kopfhörer auf habe. Meine Regie soll mal entscheiden, ob wir das weiterführen können. Warte mal, ganz kurz. Mhm. Besser? Ja, wenn es jetzt nicht wiederkommt, dann ist es gut, ja. Ja, ist gut, ne? So, der ist in dem Krankenhaus verstorben. Ja. Wie hast du das damals empfunden, als du das gehört hast? Ich war als erstes geschockt, ganz klar. Ich war geschockt. Mhm.
aber ich habe es erst realisiert, wo ich in U-Haft saß. Ne? Mhm. Ich bin daher verhaftet worden, saß ich in U-Haft. Und dort hatte man mir halt die Leviten gelesen, ne? Ja. Als Neuling. Ja. Und sowas. Man ist als erstes da und dann halt dieses. Es war Herford. Ja. Ich war in der JVA Herford dann, bin ich eingewiesen worden und sowas alles. Ja. Und dann diese versuchten Vergewaltigungsexzesse, die da stattgefunden hatten. Moment. Du hast gerade am Anfang gesagt, das Thema ist Knast. Ja. Und jetzt machst du so eine Andeutung, ich war in der JVA so und so. Und da sind versuchte Vergewaltigungen passiert. Ja, ich gehe jetzt ins Thema Knast rein, halt, was da drin abgegangen ist. Wegen was ich gesessen habe, habe ich ja gerade gesagt. Ja. So, und wie ist da drin abgegangen, wie ist da drin abgeht, das sehen die meisten Leute ja eigentlich gar nicht. Man sieht jetzt zum Beispiel jetzt die Serien jetzt hier wie da Gitter im Frauenknast oder sowas. Ja. Aber das ist dementsprechend gar nicht so. Ja. Nicht in den Jugendvollzug. Ja. Was geht denn konkret ab, was für dich sehr schlimm war? Es geht an von also Schlägereien, Unterdrückungen, Erpressungen. Mhm. Also Erpressung, sprich wegen Schmuck, Einkauf. Mhm. Man kann sich dort Geld verdienen, also sprich jetzt mit Arbeit und sowas. Wenn man das abdrücken muss, dann muss man sich unterwerfen, die Zelle sauer machen. Man muss unterwerfen? Wem unterwerfen? Ja, den Stärkeren halt. Die dort halt schon länger einsetzen. Den stärkeren Mithäftlingen. Ja. Mhm, ja. So und. Sowas kennt man ja auch aus Gefängnisfilmen. Aus harten amerikanischen Gefängnisfilmen. Das ist die Realität im Jugendvollzug. Nicht im E-Vollzug, weil ich war ja im E-Vollzug dann später übersandt worden, ne? Ja. Aber das ist im E-Vollzug, also halt, sprich im Erwachsenenvollzug, wie man das so sagt. Erwachsenen, genau. Mhm. Das ist dort nicht so. Das ist im Jugendvollzug eine. Das ist brutal, das ist die Hölle. Ne? Hast du gerade gesagt mit den Vergewaltigungen? Man hat versucht, dich zu vergewaltigen. Ja. Andere Häftlinge. Ja. Aber es hat halt nicht stattgefunden, weil ich mich halt zu Wehr gesetzt habe. Ne? Mhm. Bleiben wir bei diesem Beispiel mal. Eine versuchte Vergewaltigung. Wo passiert das denn dann? In der Zelle oder wo? Ja. Duschen oder wo? Das passiert in so einer Dreimannzelle. Mhm. Dass man ist mit drei Mann eingesperrt. Ja. Man versucht es auch in der Dusche, sprich. Ja. Dort sind ja, also das war so eine Dusche mit 22 Mann. Ja. So, die 22 Mann, die werden dort einfach eingesperrt. Mhm. Gut. Der Wärter stellt die Dusche an und gut war's. Und geht raus. Der ist ja gar nicht bei. Der ist gar nicht bei. Der sieht also nicht, was in dem Moment da vorgeht, in den Duschen. Nee, eigentlich nicht. Weil durch dieses heiße Wasser benebelt dieses kleine Bullauge, wo er normalerweise durchguckt, das benebelt total. Mhm. So, da gibt es, das kann man sich auch vorstellen, Hierarchien innerhalb der Gefangenen. Da gibt es vielleicht mafiose Hierarchien. Es gibt sowas, ja. Ja. Es gibt Mafiosen, es gibt Gangs. Es gibt Gangs, genau, ja. Die Männer, die andere versuchen zu vergewaltigen, sind das schwule Männer oder machen die das, weil sie einfach keine Frauen haben? Weil sie keine Frauen haben. Mhm. Dann stelle ich es mir sehr vor, wenn du schon in so eine Situation reingeraten warst, wie befreit man sich daraus? Ja, brutale Gegenwehr. Einfach nur brutale Gegenwehr. Mhm. Also ich bin danach halt mit so einem scharfen Gegenstand, sprich so ein selbstgebautes Messer, aus Rasierklingen oder sowas, zur Unterhose, bin ich halt duschen gegangen. Mhm. Ich habe die Unterhose gar nicht mehr ausgezogen. Halt. Mhm. Hat dich der Knast härter gemacht, als du vorher warst? Ja, schlimmer. Das ist es. Da habe ich auch Angst vor. Jetzt, weil ich jetzt draußen bin. Ich bin jetzt eine Woche draußen. Ja. Und ich weiß nicht. Wie stehst du, lass uns nochmal auf deine Tat zurückkommen. Wie stehst du heute zu der Tat? Was ich dort getan habe, das war, ich verkraft es heute noch nicht. Ne? Das heißt, es war für dich gleich, als du es realisiert hast, war Reue und schwere Reue da. Ja. Selbstmordgedanken, also ich würde sofort mein Leben gehen, jetzt noch sofort mein Leben geben, nur damit dieser Mann wieder existieren kann. Welche Rolle hat deine Tat im Knast gespielt?
Später, wo sie es erfahren haben, haben sie Abstand gehalten halt. Also weil also ich habe mich aber auch zur Gegenwehr gesetzt. Ich wurde angestochen im Oberschenkel und all sowas. Hm. Das heißt, die haben dann Respekt. Das haben die Mitgefangenen halt gemacht. Ja. Weil ich halt nicht den Diener spielen wollte, auf Deutsch gesagt. Das heißt, also wenn die mitkriegen, da sitzt jemand wegen Totschlag, da hat man gleich erstmal Respekt vor. Ja. Ja. Aber das hatten sie erst später erfahren. Was hat der, wenn du guckst jetzt auf 5 Jahre Knast zurück, was würdest du sagen, was hat der Knast Schlimmes in dir angerichtet? Und was hat er vielleicht, wenn man das auch sagen kann, Gutes in dir angerichtet, wenn es das zu sagen gibt? Man spricht ja mal von Resozialisierung. Mhm. Das einzig Gute, was ist, dass man da nicht mehr rein möchte, weil er zu brutal ist. Mhm. Ich habe dort gelernt, mich zu schlagen, mich zu fighten, zu überleben und all sowas. Aber es hat den Effekt, dass du jetzt sagst, das war so eine krasse Zeit, ich will da nie in meinem Leben wieder rein. Ja, aber Angst habe ich davor nicht mehr, dass es ist. Weil ich weiß, wie ich da mich zu wehren habe. Ich habe keine Angst mehr davor vom Vollzug. Das ist das Problem nämlich. Könnte mir vorstellen, dass man mehr Angst hat, dann wenn man 5 Jahre weggeschlossen war, dass man mehr Angst hat, dann wieder in die Normalität reinzugehen, erstmal, sich hier zurechtzufinden. Es ist so. Mhm. Ich bin jetzt seit einer Woche draußen. Mhm. Es ist schwierig, Fuß zu fassen. Was denn es ist denn schwieriger hier draußen, weil da drinnen bleibt die Zeit einfach stehen. Ja, und du hast eine feste Struktur und du musst dich um nichts kümmern. Und hier bist du auf alles, du musst alles selbst in die Hand nehmen. Ja, so ist es. Was sind deine Pläne? Was wirst du machen? Meine Pläne eigentlich waren von Anfang an einfach ein normales Leben zu führen. Einfach arbeiten zu gehen. Ja gut, aber das ist ja schon gleich das erste Stichwort. Viele Knackis haben ja nur große Probleme, eine Arbeit zu finden. Hast du schon was in Aussicht? Ja, aber erst im Sommer. Auf dem Bau. Auf dem Bau. Hast du was gelernt? Ja. Was? Schlosser mit CNC-Technik. Ja. Aber du hast für den Sommer was in Aussicht. Ja. Das ist ja schon mal gut. Wie ist es mit Wohnung und Menschen, Freunden? Ich habe eine Freundin. Mhm. Die hält mich zwar ein bisschen, aber ich habe auch so einigermaßen auch Freunde von damals, halt vom alten Bekanntenkreis her, aber. Und du wohnst jetzt auch bei der Freundin? Nein, jetzt wohne ich momentan bei meinem Bruder. Mhm. Hat die Freundin, hattest du die ganzen 5, ist das eine Freundin von ganz früher noch? Nein, die habe ich vor kurzem kennengelernt. Mit der habe ich auch gleich mit offenen Karten gespielt und so. Ich sagte, wegen was ich gesessen habe und was heißt vor kurzem? Du bist ja erst eine Woche draußen. Ja. Also innerhalb der Woche kennengelernt jetzt? Nein, ich meine, ich habe ja auch Urlaub mal gehabt. Achso, du warst im offenen Vollzug zum Schluss? Nein, nicht offenen. Nein, das war geschlossener Vollzug, mit Urlaub. Verstehe. Hast du Angst jetzt vor den nächsten Monaten, dass du wieder rückfällig werden könntest? Nein, ich habe Angst vor der Hemmung, weil man nicht knast hat, man mit kleinen Hemmungen zuzuschlagen. Das ist es. Das muss. Man hatte mich in Ruhe gelassen, ja. Weil sie wussten, wer ich war. Ich habe mir das erkämpft. Ich glaube, Sven, ich musste mir das erkämpfen, meine Hierarchie erkämpfen, mein Status halt. Ich glaube, das ist das A und O, was du jetzt, wo du dich richtig zwingen musst, das zu lernen, dass du das hier nicht mehr machst. Das ist es. Dass du es draußen nicht mehr machst, weil du gleich wieder in den Strudel gerätst und in Schwierigkeiten kommst. Man kann so gut wie alle Probleme auch anders lösen. Und auch du kannst das. Auch ja, aber ich habe immer so eine Art Paranoia. Das ist, ob ich jetzt in eine Stadt gehe oder sonst was. Mhm. Weil unter der Dusche oder sonst irgendwo auf dem Freistundenhof, wo es war, egal wo, ob es jetzt in der Mensa war, wo jetzt alle unser Essen gegessen haben, man muss immer das Auge offen halten, immer. Mhm. Man muss immer auf Hut sein. Mhm. So, und bei mir war es so heftig, dass man mir einen Kragen wollte, die ganze Zeit. Ja. Halt. Bloß. Ich habe jetzt ein Problem, Sven. Ich rede sehr gerne mit dir. Ja. Ich würde gerne länger mit dir reden, aber wir reden jetzt schon 11 Minuten. Das ist für den Bereich der Sendung ziemlich lang schon. Ja, ist gut. Hast du einen Bewährungshelfer? Ja. Ist der okay? Ja, ist super. Also da ist schon mal ein Ansprechpartner da. Ja, ja. Es kann ich dir von meiner Seite aus nur wünschen, mehr kann ich ja nicht machen. Ich kann nur wünschen, dass du das schaffst, so diese Regeln, die hier draußen herrschen, schnell dir einzuverleiben. Und dass du nicht zuschlägst. Und dass du gut über die Runden kommst bis zum Sommer, bis du die Arbeit hast und dann dir was aufbaust hier, ein normales Leben, so wie du es gerne haben möchtest. Wünsche ich dir wirklich von Herzen. Okay. Alles Gute, Sven. Alles klar, Mann. Tschüss. Okay, ciao. Melanie,
20 Jahre alt. Hallo. Hallo Melanie. Ich grüße dich. Und was geht's bei dir? Und zwar geht's bei mir um zwei Männer. Um zwei Männer? Ja. Melanie hat zwei Männer. Oder? Ich habe einen Freund, mit dem ich 2 Jahre zusammen bin. Mhm. Und ich habe aber auch sozusagen eine Affäre. Seit wann? Seit ungefähr 2, 3 Monaten. Mhm. Und dein Freund weiß davon nichts? Nein. Nee. Was heißt Affäre? Heißt Affäre Sex? Heißt Affäre verliebt? Sex und verliebt. Oh, das ist kompliziert. Ja, das ist sehr kompliziert. Warum hast du diese Affäre? Du bist unzufrieden mit deiner Beziehung? Ja, ich bin unzufrieden, weil, also mein Freund schlägt mich auch, zwar nicht öfter, aber es kam schon vor. Mhm. Und wie schlägt er dich? Heftig? Ja, also es kommt halt mal vor, dass es halt eine Ohrfeige ist, aber es kam halt auch schon vor, dass ich blaue Flecke hatte. Mhm. Und es ist zwar jetzt nicht so häufig, aber ich bin nicht mehr zufrieden mit der Beziehung. Mhm. Ganz und gar nicht. Warum bist du mit ihm zusammen noch? Weil da eine ganz große Rolle meine Familie spielt. Was heißt das? Das heißt, meine Familie sagt zu mir, dass wenn ich ihn verlasse, dass ich dann gar nicht mehr ankommen brauche, weißt du? Das ist wie deine Familie, deine Leute sagen, wenn du ihn verlässt, dann musst du nicht mehr. Warum? Ja, weil er sozusagen schon ein Familienmitglied ist und das sehr tief integriert ist. Aha. Aber was ist denn das für eine Familie, die so eine Macht auf dich ausübt? Das ist doch dein Bier. Das ist doch deine Sache, mit wem du zusammen bist. Eigentlich schon, ja, aber ich verstehe das nicht. Dann wäre das aber vielleicht jetzt auch mal ein sehr guter Anlass, dass du deiner Familie die Grenzen zeigst und du dich von deiner Familie auch in einer gewissen Weise lossagst oder emanzipierst, indem du klar entscheidest, das ist mein Leben und mein Freund, da habt ihr euch gar nicht einzumischen. Ja, das stimmt, aber mein Freund spielt das ziemlich gut aus. Dann erzähl doch zum Beispiel deiner Familie mal, dass dein Freund dich schlägt. Das habe ich schon erzählt, die glauben mir das nicht. Ach so. Es klingt zwar absurd, aber die glauben mir das nicht. Mhm. Weil er ist der ruhige Typ und er zeigt das nur mir gegenüber. Mhm. Ihn kennt keiner wirklich. Ich kenne ihn. Also Melanie, diese Familiennummer finde ich sehr heftig. Ja, das ist sehr heftig. Ja, also du lebst auch noch in der Familie, im Haus deiner Eltern, oder? Ja, also das ist so, mein Freund ist auf Montage und wenn er da eben nicht da ist, dann wohne ich bei meinen Eltern. Ach so. Und sonst bei ihm? Und sonst bei ihm, ja. Egal, wie auch immer. Du bist eine 20-jährige junge Frau. Ja. Da gibt es überhaupt gar nichts zu diskutieren, dass deine Eltern oder Familie und Brüder oder Schwestern, wer auch immer das sein mag, die haben sich da überhaupt nicht einzumischen, was für eine Beziehung du führst, mit wem du sie führst. Ja. Wenn das ist der einzige Grund, weswegen du da noch an ihm hängst, würde ich dich aber wirklich jetzt sehr animieren wollen, zu sagen, Schluss aus und auf den Tisch zu schlagen. Vielleicht hast du das bisher noch nicht heftig genug gemacht. Vielleicht bist du für die immer noch das kleine Mädel, mit dem man so handeln kann. Ja, also ich hänge eigentlich sehr an meiner Familie und egal. Die müssen halt einfach lernen, dass du ein eigenständiger, erwachsener Mensch bist. Dass du dein Leben hast. Du hast gesagt, dass du eigentlich mit dieser Beziehung nicht mehr zufrieden bist. Ja. Das heißt, dass du eigentlich dich auch trennen würdest wollen, wenn du ganz frei wärst. Eigentlich, ja. So. Also ist die Sache eigentlich schon geklärt jetzt. Du hast einen neuen Freund, du bist verliebt, du findest das bei dem, was du bei deinem Freund vermutlich nicht findest und der einzige Hemmschuh ist deine Familie. Hau bei der Familie auf den Tisch, verdammt nochmal. Ja, okay. Das würde ich dir sagen. Mehr kann ich ja gar nicht zusagen. Ja. Alles Gute, Melanie, toi, toi, toi. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. So ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik war Volker Thake und Ove Petersen. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit unserer Sendung Wasser. Morgen möchte ich gerne mit euch über Wasser reden. Was habt ihr mit Wasser schon alles erlebt, um Wasser herum? Was verbindet ihr mit Wasser? Ab 0 Uhr, wie gesagt, könnt ihr anrufen und ihr könnt mailen. Das Mailen ist immer das Beste, um schnell durchzukommen unter domian@wdr.de. Schöne Nacht, gute Nacht, bis morgen.